Und herzlich willkommen, Kuchen TV Uncut-Zuschauer. Ich bin mit ABK wieder cool. Ihr braucht mich nicht haten, ihr könnt mich abonnieren. Yeah. Wollt mich verarschen? Ich hab damit bekommen, ich wurde gestrikt. Danach wurde mein Video über Michael Adrian gesperrt von seinem Netzwerk Tube One. Auf einmal, ich bekomme so eine Nachricht bei Instagram. Ich werde die Nachricht jetzt auch extra nicht einblenden, weil wenn die schon sachliche Videos von mir sperren, will ich gar nicht wissen, was die machen, wenn ich eine Chat-Nachricht von denen zeige. Auf jeden Fall schreiben die mir auf Instagram. Ja, nice. Okay, er zeigt so gesehen ja nicht. Ob ich Lust hätte und wann ich mal Zeit hätte, die ganze Sache telefonisch zu klären. Ey, wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Bin ich gerade bei einer Großfamilie oder bei einem seriösen Netzwerk? Was wir klären privat? Das Ganze hat öffentlich angefangen und wird auch öffentlich beendet. Allein. Wie dumm, also. Ja, ich finde, ABK übertreibt da so ein bisschen, weil im Endeffekt wäre, glaube ich, jeder eine vernünftige Lösung. Aber klar, ich kann ABK da natürlich komplett verstehen. Es ist natürlich halt einfach echt so, also ich meine, da gibt es eigentlich auch nichts zu klären. So, ABK müsste eigentlich den Strike zurückgenommen bekommen und das war's. So, der Rest ist eigentlich beendet so. Also da verstehe ich gar nicht, was Tube One da großartig klären möchte. Finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch so. Die haben wahrscheinlich jetzt einfach Hate, Michael Adrian hat Hate und jetzt wollen die das halt irgendwie so ein bisschen wahrscheinlich unter den Teppich klären so. Ja, finde ich aber gut auf jeden Fall, dass ABK da einer ist, der sich da wirklich öffentlich zu äußert. Also dafür auf jeden Fall Props, ne? Ich meine, ich bin ja genauso, also auch Props an mich selber natürlich, ne? Das darf ich nicht vergessen. Ist dein Ziel eigentlich täglich zu streamen? Nein, ich stream dann, wenn ich Zeit und Lust habe. Auch gerade mit Training und Freizeit und Sachen unternehmen und so weiter, möchte ich mich nicht dazu zwingen, irgendwie online zu kommen. Genau, ich bin einfach dann immer online, wenn ich online bin. Beste Aussage ever, oder? Schon die Tatsache, dass die überhaupt schreiben und sagen, lass das mal privat klären, zeigt ja, dass die gerade merken, wir haben reingeschissen. Ich habe gesagt, dass ich von euch ein öffentliches Statement möchte. Sowohl als auch von Michael Adrian. Ja, bis heute geschwiegen. Stattdessen schreiben die mir privat, ob ich mit denen telefonieren möchte. Dieses Netzwerk wirkt auf mich gar nicht seriös. Ich mache YouTube schon seit 12 Jahren. Ich habe bis heute kein Netzwerk. Braucht man alles nicht. Ich habe nur einen Musikmanager und das ist in meinem Fall Sammy. Macht alles alleine, braucht gar kein Netzwerk. Größte Verarsche überhaupt. Wohin 30% an Netzwerk? Abdruck, wäre das Schutzgeld, das deine Großfamilie zahlen würde. Macht alles alleine und Tube One, ich kläre mit euch gar nichts privat. Entsperrt mal meine Videos. Machen nur auf Instagram. Ja, also ich finde, sehe das tatsächlich auch genauso. Also ich finde ja auch, dass Netzwerke halt meistens nicht so viel bringen. Kommt allerdings, also kommt immer generell aus Netzwerk an, so, ne? Aber meistens bringt das halt nichts. Also ich zum Beispiel habe ja auch einen Manager. Und ein Manager, der mein Manager managt. Und ja, die kriegen halt Geld von mir, wenn die mir halt Placements ranholen halt. Ne? Wenn der jetzt zum Beispiel ankommt und sagt, jo, hier, mach mal Werbung für, keine Ahnung, Letty Shops habe ich Werbung gemacht, so. Dann kriegen die zum Beispiel 20% dafür. Also ist nur einer, es ist der Manager halt. Ne? Dann kriegt der 20% dafür. So, wenn der jetzt aber 3-4 Monate mir nichts ranholt, dann kriegt der halt auch 3-4 Monate kein Geld. Sowas finde ich halt immer besser, weil dann weißt du halt, dass diese Leute sich auch anstrengen, oder zumindest sollten sie sich anstrengen, damit die halt, ja, Geld haben einfach, ne, weil das ist ja deren Existenz, dir Sachen zu vermarkten, ob das jetzt Placements sind oder Auftritt oder sonst irgendwas, ist egal, aber die wollen dich ja quasi vermarkten, weil sie ja davon halt 20% bekommen oder mehr, also 20% wäre jetzt einfach nur so dahingesagt, ne, aber die kriegen halt einen Teil des Geldes einfach ab. Und das finde ich halt viel besser. Weil wenn du in einem Netzwerk bist und du gibst ihm einfach monatlich Geld und Geld und Geld und Geld so, warum sollen die sich anstrengen so? Also mal ganz ehrlich, wenn ihr jetzt, also nehmen wir mal an, ihr hättet jetzt auch einen YouTuber als Partner so und ihr kriegt die ganze Zeit 20% seiner Einnahmen im Monat einfach so, da werdet ihr viel weniger machen so. Weil ihr kriegt das Geld ja sowieso, was sollt ihr euch anstrengen? So, aber wenn ihr was dafür machen müsst für das Geld, dann sage ich euch, dann seid ihr aber sofort drin, Alter. Dann holt ihr aber 20 Placements in einem Monat ran. Wie viel bekommst du für ein Placement? Ist immer unterschiedlich, ne? Kommt immer auf die Firma an und so weiter. Also da gibt es viele Faktoren, die da reingehen. Auch solidarisch, aber unterdrücken die Meinung der anderen. Ich als ein Teil der LGBT-Community, der nennt sich sogar LGBT+, als wäre ich Samsung Galaxy S10 und da wäre S10+. Nennst dich Plus, aber obwohl du Minus bist für die Community. Wir aus der LGBT-Community, ich als Homosexueller, fühle mich von Michael Adrian angegriffen. Und nicht nur ich, auch ein anderer Homosexueller fühlt sich angegriffen. Was stört dich jetzt an der ganzen Michael Adrian-Debatte zurzeit? Also ich als Schwuler fühle mich von Michael Adrian total ausgegrenzt. Nice, ciao, danke. Wisst ihr, was ich von euch möchte, Tube One? Bei der ganzen LGBT-Community auf Instagram ein Post entschuldigen, meine Videos entsperren. Wenn es darum geht, Videos zu sperren, seid ihr richtig flink und schnell. Aber wenn es darum geht, euer Handeln zu begründen oder euch zu entschuldigen, dann lasst ihr euch schön Zeit. Und als ob das nicht schon ungerecht genug wäre, was die hier machen, kommt noch so ein anderer Schiebenmess von der Ecke. So einer nennt sich Stay. Super Present vom Bleiben. Ich gucke ja nicht so gerne ABK-Videos. Ja, du machst aber eine Reaction über mich, ne? Oder ist einfach der Bruder von Herrn Newstime. Der einzige Unterschied zwischen dir und Herrn Newstime ist, dass Herr Newstime schon eine Insel auf dem Kopf hat und du nicht. Urheberrechtlich geschützter Inhalt Insta-Story. Ich nehme den Kommentar zurück.
Ja, ja, genauso nimmst du die Eier von Monte auch immer in den Mund, ne? Das ist das Einzige, was du richtig machst in dem Video, dir so... Das hast du richtig drauf, das merk ich. So Videos vorbehaltlos zu sperren und dann unter dem Deckmantel von irgendwelchen YouTube-Richtlinien. Ein Angriff auf meine Grundrechte. Nee, das ist kein Angriff auf deine Grundrechte. Warum hast du denn gerade gelacht? Da hat man richtig Schnupfen. Mein Laptop kriegt Wasserschaden, dann wunder ich, mach so viele Videos über dich, dass ich dem da bezahlen kann. Nein, das ist ein total falsch. Ich weiß gerade was besser als du. Du machst Twitch, dafür braucht man schon mal so eine Ausbildung. Fühlst dich gerade schlau, wenn du Twitch machst. Das ist ein kompliziertes Urheberrecht. Ich überhaupt mal Ausbildung, oder? Rechtlicher Missbrauchsfall, den man sicherlich klären kann. Aber ein Angriff auf deine Grundrechte ist das nicht. Mir wird etwas vorgeworfen, dann äußere ich mich dazu, dann werde ich gesperrt. Also wird mir quasi mein Recht darauf, mich zu äußern, zu einer Sache, die mir vorgeworfen wird, einfach so entzogen. Die Polizei anhält. Ja, sehe ich tatsächlich aber auch einfach genauso wie ABK. Also ich finde schon, dass das halt so ein leichter Eingriff in seine Rechte ist. Natürlich eher, es ist halt immer schwierig, weil theoretisch kann man doch sagen, ABK müsste ja jetzt nicht unbedingt die Stories benutzen, sondern er könnte das ja auch nachsprechen oder einfach per Zitat einblenden oder sowas, was gesagt worden ist. Also klar, es würde halt Möglichkeiten geben, aber es wird natürlich schon versucht, diese Meinung von ihm halt zu untermauern und sie eben nicht der Öffentlichkeit bereitzustellen. Na, also... Ist halt immer so ein bisschen schwierig so. Ja, stimmt. Und dazu kommt natürlich noch, zum Beispiel auf Instagram könnte er ja darüber reden, so, ne? Das kommt auch noch dazu. Also er hat natürlich schon die Möglichkeit halt, das zu äußern. Aber auf YouTube wird es ihm auf jeden Fall schwer gemacht. Und das ist ja die Seite, wo er eben Reichweite hat, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Die darf ich doch auch nicht einfach mitnehmen. Aufgrund des Vorbehalts des Gesetzes, gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Nordrhein-Westfalen muss die Polizei generell vor Bekanntgabe eines belastenden Verwaltungsaktes den Adressaten anhören. Guck mal, ich weiß das noch aus dem Jurastudium. Da hab ich das Gefühl, es hat in einem YouTube-Video. Ich bin einfach Katzenheim Auge oder. Dass sogar ein Simon Unge wegen dir einen ganzen Livestream offline nehmen musste. Das ist übrigens auch sehr, sehr kritisch. Mit diesem Video wird er schon wieder gegen die Terms of Service von YouTube verstoßen, weil er somit suggeriert, dass Herr Adrian dafür verantwortlich ist und einen Mob auf jemanden schickt, genau das, was er nicht will, eine Army, und dem Ganzen wahrscheinlich... Warte, wo hab ich denn jetzt einen Mob auf Michael Adrian? Ja, das check ich gerade auch irgendwie nicht so. Michael, oder? Unge schreibt bei Twitter, wegen Michael Adrian habe ich Video Stream offline genommen und der sagt, ABK suggeriert einen Mob. Aber ja, du, klar sind so Grundrechte wie Meinungsfreiheit und so weiter halt, oder die hat man nur gegenüber dem Staat, aber trotzdem wird ja versucht, ihm das halt zu entnehmen. So, das ist ja halt genauso zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Video mache über irgendwelche Rapper, also bisher ist es tatsächlich noch nicht gekommen, aber wenn ich halt gegen die falschen Rapper falsch schieße, so, dann werde ich ja auch sofort bedroht. Dann wird mir ja auch, meine Meinungsfreiheit wird in dem Moment eingeschränkt, auch wenn ich vom Staat, aber der Staat lässt das ja quasi zu, weil selbst wenn ich ihn anzeigen würde, also die von irgendwelchen Clans da oder sonst irgendwas, da weiß ich ganz genau, ich kriege aus dem Maul und darf dann trotzdem nichts sagen. So, deswegen ist es immer wieder schwierig. Also der Staat ist halt auch dafür da, um diese Gesetze, um zu schützen, dass halt jeder auch seine Meinung sagen darf, ne? Dass da keiner durchs Raster fällt quasi, sage ich mal. Warum ihn das ficken wird? Weil er glaubt, dass er im Recht ist. Ich bin doch im Recht! Wallah, fragt meine Mutter, die kann kein Deutsch, sagt, ich bin im Recht. Wallah, ihr Schnurren! Würde ich jetzt eh nicht trauen, dieses Video zu sperren. Ich sag's auch extra, um es ein bisschen zu provozieren. Also ich hab schon gedacht, würde ich nicht trauen, dieses Video zu sperren. Hat da bis heute auch nicht gesperrt. Ich hab gesagt, würde ich nicht trauen. Würde ich auch nicht trauen, noch ein Video über mich zu machen. Sag ich dir, schwöre ich dir. Jeder weiß, ich spiele mit YouTubern um. Aber wo wird der jetzt gated? Im Chat oder was? Ich glaube nicht, was du nicht traust. Weil dann kann ich richtig anfangen. Ich merke, komm, ich hab lange nicht mehr gebetet und so. Jetzt bei mir gerade eh, ich bin ein bisschen besessen, aber der kommt eh wieder raus. Miguel Pablo stand wenigstens zu seinem Fehler, hat alle Videos über ihn online gelassen. Hat übrigens gerade verglichen, jemand, der vorgibt, homosexuell zu sein für Klicks, mit jemandem verglichen, der eine Insta-Story gemacht hat, wo er sagt, vielleicht auch fragwürdig, warum greifst du die homosexuelle Community an? Darum geht's doch gar nicht. Ja, darum geht's halt echt nicht. Was labert der denn, Alter? Auf deiner Sprache. Das, was du gerade machst, ist... What about Tessen? Mir geht's einzig und allein um den Punkt, dass ein Miguel Pablo keine Videos gesperrt hat, aber ein Michael Adrian Videos gesperrt hat. Darum geht's. Ich persönlich würde nicht in das Recht. Aber normalerweise würde man es, glaube ich, von einem Miguel Pablo auch irgendwie mehr erwarten, so ein bisschen, doch, ne? Oh, das ist nicht clever, Bro. Doch, weißt du, persönlich würde nicht in das Restaurant gehen. Oh, das ist nicht clever, Bro. Doch, weißt du, was das clevere und coole an der Sache ist? Dass ich mich im Konjunktiv ausgedrückt habe. Weißt du, was nicht clever war an der ganzen Sache? Ein Video über mich zu machen. Ihre Anerkennung, das holen die sich aus dem Internet durch Likes und durch Klicks. Ist
du, warum du dich angegriffen fühlst bei diesem Punkt von mir? Weil der von seiner eigenen Community in den Kommentaren gerade gefickt wird. Wenn er nicht einsehen, dass der in diesem Video nur Scheiße gelabert hat, dann schreibt er hier angepinnte Kommentar. ABK Army Doppelpunkt. Du hast gar nicht verstanden, worum es geht. Und dann schreibt seine eigene Community. Du hast es nicht verstanden. Deine Community, nicht die von ABK, kritisiert dich. Gehst gar nicht auf die ein. Das zeigt doch, wie kritikunfähig du bist. Wie arrogant und überheblich. Genau das ist, alle YouTuber hin. Die haben recht, mit dir reden. Zum Glück höre ich von meinen Freunden richtig oft. Bruder, du laberst Scheiße halt mit deiner Fresse. Das interessiert auch nicht mit mir sowas. Komm auf Twitch. Oder du machst Karriere. Nee, du wirst hier was härter gebannt, als du dir vorstellen kannst, Alter. YouTube ist ein Kindergartenverein im Gegenzug der Twitch-Regeln, Alter. Wisst ihr, warum der so redet? Angst. Und dann musst du deinen Laptop so einpacken und gehen. Ich schwöre, ich werde extra gucken, zu welchen Uhrzeiten du auf Twitch streamst und werde immer extra zu diesen Uhrzeiten live gehen. Geh jetzt auf Twitch und guck, wann du mal live gehst. Boah, perfekte Uhrzeiten. Du hast genau gleiche Geschmack wie ich. Da haben wir was gemeinsam. Ja, für diesen Stundenplan, ich verlinke euch den als PDF-Dokument in der Beschreibung. Geil, ne? Feier ich. Ja, ich weiß nicht. Also ich persönlich muss sagen, an sich habe ich halt wirklich gar nichts gegen Stay so. Ich finde ihn auch mal, also manchmal ist er mir auch sympathisch so, auch ganz cool. Ich finde aber, dass der halt zu sehr vielen Punkten halt schon so eine komische, also der wirkt einfach sehr oft so abgehoben, sagen wir es einfach mal so. Ich habe das Gefühl, dass er in sehr vielen Videos halt, er wirkt einfach so arrogant, so von oben herab. So, das merkst du zum Beispiel auch teilweise in der Sprechweise, die er da hat. So, das war jetzt aber dumm. So, weißt du, das klingt schon so richtig so abgehoben, so wie, Digga, ich bin hier 3 Stufen über dir, ich erkläre dir jetzt das Leben, so. Und das finde ich halt bei Stay halt wirklich super nervig. Und ich weiß nicht, bei ihm kommt es auch irgendwie so rüber, als ob alles, was er sagt, ist auch immer zu 100% das Richtige. Er hat immer recht, er weiß immer so alles besser. So, dieses Überhebliche halt einfach, finde ich, merkt man da halt wirklich sehr stark. Ich gucke ja auch gerade mal hier, das ist dieses Day-Video übrigens auch ja sehr kritisch bewertet an dieser Stelle. Aber hast ja immerhin 3600 Likes, Digga. Props dafür so. Und ich meine, jetzt hat er den Kommentar anscheinend auch nicht mehr angepinnt so. Sowas finde ich halt auch immer halt. Also ich finde, man muss sich halt nicht mit jeglicher Kritik irgendwie auseinandersetzen. Das soll auch gar nicht falsch rüberkommen. Ich hatte ja auch schon Beef mit der ABK-Community und da sind schon viele Idioten dabei. Ich finde, es ist dann aber wichtig, dass man halt rausfiltert, okay, was ist jetzt wirklich einfach stumpfer Hate von denen und wo sind halt Sachen drin, die man, also die wirklich stimmen einfach so. Ne? Und ich denke mal, wenn man hier durchguckt, ich meine, jetzt sind auch viele vor einer Stunde, weil ABK natürlich ein Video gemacht hat, aber wenn man so guckt, wird es wahrscheinlich auch viele Kommentare geben, die halt wirklich sachlich sind, die gut sind, so, und die dann trotzdem runtergemacht werden. Also ich finde, bei Stay ist halt so das Ding, dass er in seiner Meinung einfach sehr oft festgefahren ist. So, zum Beispiel mich mag er ja auch nicht. So, das ist der hat 2 Videos über ABK gemacht, oder was? Okay, warte mal, da will ich jetzt aber hier nochmal gucken. Aber ich finde so, das Ding ist, Stay ist einfach sehr festgefahren in seiner Meinung, ne? Zum Beispiel bei mir ist ja so, wenn ich jetzt ein Video von ABK gucke, so, wir haben eine Vorgeschichte, wir mögen oder mochten uns nicht besonders, also ich habe jetzt nichts gegen ihn, aber ich kann mir vorstellen, dass er mich vielleicht immer noch nicht mag, so. Ist ja auch absolut in Ordnung. Ach so, da, stimmt, das Video ist sogar noch schlechter bewertet. Ah ja, okay, dann hat er den doch noch angepinnt, sorry, dann nehme ich das auf jeden Fall wieder zurück. Ich wusste nicht, dass er 2 Videos gemacht hat. I'm sorry! Sorry. So, und ich hatte das Gefühl, er ist einfach sehr festgefahren. So, er mag halt bestimmte Leute nicht und das lässt er auch in seiner Reaction raus. Also, er geht von vornherein, geht er voreingenommen in diese Reaction so. Ja, also, er mag zum Beispiel ABK nicht und ABK könnte ihm jetzt auch so eine Doktorarbeit schreiben, warum der Strike nicht gut war und warum ABK im Recht ist und Stay würde trotzdem sagen, nee, du hast nicht recht, weil ich mag dich nicht so. Er mag dich, hat dann Stream gesagt, Ehre, Digga. So, aber Stay mag mich halt zum Beispiel nicht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch so ein Video mache wie ABK oder so ähnlich und ich bringe vielleicht bessere Argumente oder so oder ist dann ja auch immer ein anderer Sachverhalt, aber ich mache, sagen wir mal, ein gutes Video, was von der Community gefeiert wird, so, ich wette, er würde sagen, nein, das Video ist nicht gut. Und ja, und wenn Monte das gleiche Video machen würde und er würde darauf reagieren, würde er wahrscheinlich sagen, Digga, geil, komm her, ich möchte deinen Sack küssen, so. Ich weiß nicht, das ist so eine Sache, die mir halt bei Stay relativ oft auffällt, dass er irgendwie so sehr voreingenommen auf jeden Fall an die Sachen rangeht. Ich muss jetzt natürlich sagen, ich verfolge ihn jetzt auch nicht mega, das will ich dazu sagen, ja, also kann auch sein, dass es vielleicht nur so rüberkommt, weil ich mir halt genau diese Sachen angucke so. Ja, aber ich habe auf jeden Fall so das Gefühl, dass es halt einfach, ja, so aussieht. Lalalala. Du hast mich richtig rausgeholt, ne? Ich sag's dir, wie es ist. Versuch dein Glück, leg los, aber hier hast du einen Tag Spaß und dann fliegst du nur noch auf die Fresse. Weil das hier wäre schon unangenehm auf Twitch. Oder komm auf Twitch, Bruder.
Ja, viel Spaß, viel Erfolg auf Twitch. Auf Twitch werde ich nochmal neu zum Islam konvertieren, da werde ich mich richtig zusammenreißen. Auf Twitch werde ich mehr Muslim sein als auf YouTube. Auch die ganze Zeit leiste ich hier auf YouTube ehrenamtliche Arbeit, alle meine Videos, gelb. Wie manchmal meiner Familie, so richtig undankbar, nachdem ich denen geholfen habe. Genug ehrenamtliche Arbeit geleistet. Sehe ich aus wie ein Hurensohn, Alter. Twitch, I'm coming. Also, fassen wir ganz kurz zusammen. Warum dieses Video keine gute Idee ist? Ich vergehen so 5 Monate. So, die Zeit vergeht dann. Von diesem Video, das Netzwerk. Digga, was? Ich hab im Unterricht schon ganz zeichnet in diesem denn Video da, von ABK kommen Stories von... Digga, was zur Hölle, ey. Ich hab in dein Gesicht treffen, Bruder. Warte, einmal versuch's. ABK, noch eine Ansage. Mist, das ist geil, so bin ich im Unterricht auch. Und da habe ich trotzdem die bessere Note als der, der so viel geredet hat. Terms of Service hier durchgegriffen haben und... Was? Ich würde gerade redet immer noch runter. Ja, getroffen, Alter. Boah, ich würde dich auf Twitch auseinandernehmen. Er hetzt seine Zuschauerschaft gegen eine Restauranteröffnung. Doch, er tut es. Jeder, der hier sagt, er tut das nicht, ist absolut naiv. Alles, was du jetzt gerade gesagt hast, stimmt gar nicht. Ich habe nicht gehetzt. Ich habe nicht Adresse genannt. Ja, für mich ist es auch nicht so wie Hetzen rüber. Also. Denn in einem Video zu sagen, oh, es wäre schon echt schade, wenn die Bewertungen auf Google voll schlecht sind und eure YouTube-Accounts... Stimmenimitationen. 6 Sätzen. Und jetzt ja, wobei, gut, das mit den Bewertungen ist vielleicht das Einzige, wo man auf jeden Fall halt drüber diskutieren könnte. Ne? Ob das jetzt halt wirklich sein muss oder nicht. Aber generell, dass man halt sagt, dass ich auch nicht in das Restaurant gehe, deswegen oder sowas, ich finde jetzt nicht, dass das halt schon Tipp Hate an ist. Dich, so, lieber Stay, bitte in Zukunft, bevor du so ein Video bei mich drehst oder so, sei dir erstmal mit deiner Community über das, was du davon dir gibst, einig. Die widersprechen dir gerade auch hier auch aus gutem Grund. Und alle Zuschauer von Stay, kommt lieber zu mir, ich höre euch wenigstens zu. Und ihr müsst euch außerdem sowieso nichts Neues gewöhnen, weil ich werde eh zu den gleichen Zeiten wieder auf Twitch streamen. Würde ich auf jeden Fall sehr feiern, wenn er das jetzt wirklich durchzieht mit den gleichen Zeiten, Alter. Das wäre schon mega lustig. Oh, Junge, Alter, bald die Million, oder? Ey, echt heftig, oder? Wie ABK hat ja mal so eine Zeit, nachdem wir Beef hatten, wo bei ihm nicht mehr so gut lief. Das kann sogar hier gewesen sein, das weiß ich gar nicht. Was, schon so lange her, Alter? Dann lief bei ihm irgendwie wieder und dann kam ja auch mit Unge und so weiter der Push, Alter. Da hat er hier Monate gehabt letztes Jahr. Boah, guck mal, Digga, 100.000 in einem Monat. Das sind einfach 3.000, über 3.000 am Tag. Und das hielt sich erstmal einige Monate, jetzt geht es zwar wieder extrem zurück, ne, weil so der Hype ist halt da vorbei, aber trotzdem krass, Alter, ne? Heftig, muss man einfach mal sagen. Ja, aber gutes Video, Bruder, lass ich auf jeden Fall ein Like da. Ehre.